wie man seine Gefäße revolutioniert. Drei Tipps dafür, essentiell für jeden meines Erachtens. Ja. Zunächst sollte man definieren, was ein gutes Blutgefäß ausmacht. Das Blutgefäß verläuft wie eine Pipeline durch den Körper. Daher ist es wichtig, dass dieser einen guten Durchmesser hat, damit pro Zeiteinheit und Herzschlag genügend Blutmasse, genauer genommen Sauerstoff und Nährstoffe, durch den Körper gepumpt werden können. In diesem Video erfährst du, was die Symptome sind von nicht funktionierenden Blutgefäßen, was die Folgen sind und welche Stoffe, ja, vor allen Dingen aus Goldstandardstudien, diesen Effekt positiv beeinflussen können zur Erhaltung von gesunden Blutgefäßen. Wenn das Video hilfreich für dich und daneben war, ja, so zeig es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Symptome von nicht funktionierenden Blutgefäßen sind vor allem schnell einschlafende Gliedmaßen, Kältegefühl in den Gliedmaßen, erektile Dysfunktion, Müdigkeit, zu wenig Sauerstoff, ne, wird durch den Körper gepumpt, Konzentrationsschwäche, so auch ins Gehirn, ja, Blässe, ja, schnell außer Atem sein. Ebenfalls schnelle Alterung, ja, da die Zellen nicht mehr so versorgt werden, wie sie könnten. Und sie dann dementsprechend anfälliger sind für Sauerstoffradikale, da ihnen mögliche Antioxidantien fehlen. Was sind die Folgen? Ja, sind die Blutgefäße verengt, muss das Herz dauerhaft mehr Leistung erbringen. Und um die gleiche Menge Blut pro Zeiteinheit durch das enge Gefäß zu pumpen, wie durch ein breites dementsprechend, ja, ist ein großer Unterschied. Dies führt zu Herzmuskelverdickung im Inneren des Herzens, wenn das Herz das ständig machen muss, sodass das Herz immer weniger Blut irgendwann in sich aufnehmen kann, ja, und es sich schneller und es quasi immer mehr schlagen muss. Daher ist der Puls ein gutes Indiz für eine gesunde Herzleistung. Welche Stoffe gibt es, die einen Einfluss haben? Zum Beispiel Nummer 1, Arginin und Citrullin. Das sind Aminosäuren, die sehr entscheidend einen Mechanismus steuern bei uns im Körper. Und zwar die Bereitstellung und Engstellung der Gefäße. Ich möchte euch kurz in diesem Video den Mechanismus erläutern, damit ihr es mal gesehen habt. Und danach schauen wir uns die Supplementationsstudien quasi an. Macht es Sinn oder welche Gefahren drohen vor allen Dingen? Aber zunächst erstmal jetzt der Clip, ein Ausschnitt aus einem Video von mir. Wir haben das Blut, welches durch die Blutgefäße fließt. Dieses Blut berührt die Endothelzellen, also die äußerste Zellschicht der Blutgefäße. In dieser Zelle läuft etwas ganz Bestimmtes ab und eine sehr wichtige Reaktion, die ich euch jetzt hier nahelegen werde. Die Aminosäure L-Arginin, viele kennen sie, reagieren mit Sauerstoff zu Citrullin und jetzt kommt ganz wichtig zu Stickstoffmonoxid. Das alles wird durch die Stickstoffmonoxid-Synthase herbeigeführt, ein Enzym. Alles nicht so wichtig. Das Wichtige, was wir hierbei mitnehmen müssen. Stickstoffmonoxid entsteht aus L-Arginin. Das Stickstoffmonoxid verlässt die Zelle, da es wunderbar diffundieren kann. Es ist ein Gas. In einen Zellzwischenraum. Und das ist das Interstitium. Genauer genommen in die Matrix davon. Das sehen wir hier. Dort gelangt es wieder durch Diffusion, da es ja ein Gas ist, in die Muskelzelle. Es sind die Muskelzellen, die fast direkt hinter dem Blutgefäß quasi liegen. Und jetzt kommt ganz kurz, müsst euch aber nicht exakt merken. Und bindet an ein Enzym Guanylacyclase. Diese wandelt Guanosin-Triphosphat in zyklisches Guanosin-Monophosphat um und Pyrophosphat wird ebenfalls hergestellt. Und es kommt zur Muskelrelaxation. Das ist gut, dass das passiert. Übrigens, hier wirkt auch ebenfalls Viagra, ja? Dass es das ganze Zeit aufrechterhalten wird, dass dieser Vorgang die ganze Zeit abläuft und die Muskelrelaxation aufrechterhalten wird und so die ganze Zeit mehr Blut in das Glied fließen kann. Ist aber ein anderes Thema. Alles gut, das passiert bei einem gesunden Menschen. Ich fasse zusammen, simpel. L-Arginin, daraus macht der Körper Stickstoffmonoxid, welches in die Muskelzelle hinter den Arterien wandert und dort die Muskel entspannt und deine Gefäße werden jetzt breitgestellt. Ja, dein Herz ist entlastet, es muss nicht mehr so viel pumpen, weil die Gefäße breitgestellt sind. Zunächst die Frage, wirkt L-Arginin alleine oder mit Citrullin zusammen besser? Dazu gibt es eine Goldstandardstudie mit gesunden Männern. Diese wurden in 4 Gruppen aufgeteilt, Placebo, Arginin, Citrullin und Arginin und Citrullin.
Wie man unschwer erkennen kann, ist die Kombination aus Citrullin und Arginin am effektivsten. Wenn das Ziel ist, die Blutkonzentration von L-Arginin zu erhöhen, ja. Dann gab es im Jahre 2021 eine Meta-Analyse aus 11 randomisierten Studien zum Thema Citrullin und Arginin. Wie wir sehen können, konnte die Gabe von Arginin, ja, die VO2 Max, also die Menge an Sauerstoff, die der Körper verwerten kann, um daraus Energie zu generieren in Form von ATP. Das heißt, es könnte jetzt mehr Sauerstoff zu den Zellen gebracht werden. Was damit zusammenhängen kann, dass die Blutgefäße sich weiten und leichter mehr Blut transportiert werden kann. Wie wir oben gelernt haben, wissen wir, dass die Studie noch besser ausgefallen wäre, wenn in der Studie, ja, zunächst, also zusätzlich dementsprechend, Citrullin gegeben werden würde, ja, nicht nur das L-Arginin. Ja? Nun seid ihr schlauer als die Wissenschaftler, die die Studie gemacht haben. Ja? Leistungszuwächse wurden auch in einigen weiteren Goldstandard-Studien nachgewiesen. Wie in dieser mit Frauen, die Intervalltraining betrieben haben. Oder auch in dieser Goldstandard-Studie, ja, die ich mal hier so zeigen würde. So wirklich Leistungszuwächse. Ich verlinke euch gerne mal ein Kombiprodukt, welches ich empfehlen kann. Doch zunächst sollte man eine Sache noch betrachten, die ich jetzt mal hier ausführen werde. Die meisten Studien wurden mit gesunden Sportlern gemacht. Gehört man aber nicht zu dieser Gruppe, kann die Einnahme von L-Arginin auch gegenteilige Auswirkungen haben, wenn man es nicht kombiniert. Wo wir auch schon beim Tipp Nummer 2 sind. Das ist die Superoxid-Dismutase. Es ist ein antioxidatives Enzym, welches der Körper selbst bildet, aber auch erschöpfen kann mit Sauerstoffradikalen. Ja? Genauer genommen, Superoxid-Radikale neutralisiert die Superoxid-Dismutase. Zu Wasserstoffperoxid übrigens. Ja, jenes wird dann über die Hilfe mit Glutathionperoxidase zu Wasser und Sauerstoff dementsprechend entgiftet. Folgende Thematik. Ich versuche, so leicht wie es nur geht, ja, diesen hochkomplexen Prozess einmal hier zu erklären. Das wichtige Stickstoffmonoxid, was aus dem L-Arginin gebildet wird, stammt und zur Muskelentspannung führt und zur Bereitstellung der Gefäße, reagiert leider mit Sauerstoffradikalen zu Peroxynitrit, einem Zellgift. Das heißt, haben wir viele Sauerstoffradikale im Körper, zum Beispiel durch falsche Ernährung, keine Bewegung, Rauchen, Alkohol, erhöhter Blutzucker, verpufft unser wichtiges Stickstoffmonoxid an den Radikalen. Die Arterien stellen sich eng, weil nicht mehr genügend L-Arginin da ist. Daher ist es problematisch, einen Risikopatienten L-Arginin zu geben. Denn dann entsteht noch mehr Peroxynitrit. Daher gibt man einen Überschuss gleichzeitig an Superoxid-Dismutase. Denn dieses Enzym neutralisiert das Sauerstoffradikal, welches sonst das wichtige Stickstoffmonoxid zu dem Zellgift Peroxynitrit dementsprechend umwandeln würde. Wichtig, es ist ein Enzym, daher immer magenresistente Kapseln, wenn man einen Mangel hat. Verlinke ich euch aber auch gerne mal unten. Jetzt kommt der Tipp, rote Beete. Diese besitzt ebenfalls viel Stickstoffmonoxid, also Vorboten genau genommen, ja, wie zum Beispiel Nitrate. Der Effekt ist also sehr ähnlich wie L-Arginin und Citrullin. Nur oft ist es so, dass viele Menschen dieses erdige schmeckende Gemüse nicht so gerne mögen, ja, oder entsaften wollen oder wie auch immer. Unabhängig davon liefert die rote Beete sehr gute Ergebnisse, dazu jetzt auch mehr. Dazu gibt es auch eine Goldstandard-Studie mit gesunden Übergewichtigen, also 2/3 der Menschen. Ja. Untersucht wurde die flussvermittelte Vasodilation. Unter der flussvermittelten Vasodilation versteht man die prozentuale Veränderung des Gefäßdurchmessers durch strömungsbedingte Scherkräfte. Ihre Bestimmung ermöglicht Rückschlüsse auf die Endothelfunktion, das heißt auf die äußerste Schicht der Arterie. Man sieht hier, dass diese statistisch signifikant in der Rote-Bete-Gruppe, ja, dementsprechend positiv beeinflusst wurde. Doch was passiert, wenn man Rote-Bete und L-Arginin kombiniert? Wird es dann noch besser? Auch dazu gibt es eine Goldstandard-Studie. Wie wir sehen können, unterscheidet sich die L-Arginin-Gruppe und die Rote-Bete-Pulver-Gruppe statistisch signifikant zur Kontrollgruppe.
die kein L-Arginin und rote Beete bekamen. Das deckt sich schon mal mit unserer vorherigen Studienlage, bezogen auf die Breitstellung der Arterie. Hier nach dem Essen. Was man aber auch sieht, dass der Trend nicht besser wird, kombiniert man rote Beete mit L-Arginin, sondern eher schlechter. Daher sollte man die Verzehrempfehlung von 3 Gramm L-Arginin oder 5 Gramm L-Arginin und 2 Gramm Citrullin sich auch daran halten. Es gibt auch Spinat, der ebenfalls viel Nitrat beinhaltet. Ich denke, das war auch die Intention damals bei Pophead damit gewesen, weil wir vorhin gelernt haben, dass Nitrat oder Stickstoffmonoxid-Induzierer dementsprechend auch die Leistung verbessern hat. Von daher ganz so falsch war das nicht mit diesem Pophead damals. Abschließend Zusatztipp ist die Basis, ja, die muss man wirklich bilden. Im Grunde ist nicht nur das Stickstoffmonoxid relevant, ja, über das L-Arginin, sondern auch die Antioxidantien, die das Stickstoffmonoxid beschützt, welches unsere Gefäße breitstellt. Beim Sport bildet der Körper vermehrt Antioxidantien. Je mehr, desto mehr. Des Weiteren haben pflanzliche Lebensmittel viele Antioxidantien, tierische eher gar keine, ja, nur etwas in der Reihen, aber ja. Psychischer Stress löst oxidativen Stress im Körper aus. Daher sind Nahrungsergänzungsmittel als Ergänzung zu sehen, nicht als die terminale Lösung. Klar, bei einem Mangel haben diese enorme Wirkungen. Und daher ist es auch sehr gut, dass es diese gibt. Aber den Körper immer im Ganzen betrachten, denn ein gesunder Lebensstil mit der passenden Nahrungsergänzung oder Ergänzung macht erst das Bild vollkommen. Danke fürs Zusehen und Liken, ja, auf purazell.de. Könnt ihr mich für meine kostenlose Arbeit unterstützen. Ja? Das ist meine einzige Einnahmequelle. Dort bekommt ihr auch wichtig, richtig laborgeprüfte, wissenschaftlich konzipierte, made in Germany Nahrungsergänzungsmittel, ja? Pflegeprodukte, auch Nahrungsmittel. Ja? Bis gleich auf purazell.de und Dankeschön für deinen Support.